Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Transportnivers Season 2 hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns gerade in der S1 nach Hohenlinden und einmal die Strecke am Wasser angucken. Der Plan geht auf jeden Fall auf. Die Leute fahren jetzt von Hohenlinden nach Gerichtsmannsmühle. Ein Teil geht nach Gerichtsmannsmühle und ein Teil steigt um in den ICE und fährt nach Minden. Das gefällt mir schon echt gut. Oh, hier schön am Wasser lang. Kann man auch wieder nur hoffen, es gibt kein Hochwasser hier in diesem Spiel. Sonst sieht es schlecht aus. So, und jetzt einmal hier in den Bahnhof rein. Hier stehen auch schon wieder eine ganze Menge Leute. Da drüben kommt gerade die S-Bahn an. Die bringt auch nochmal einen ganzen Schwung. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade 74 Leute an Bord oder so. 72. Gucken wir mal, ich will jetzt hier wieder einsteigen. Wir machen auf jeden Fall auch alle gut Gewinn. Bin mir richtig gut. Funktioniert. Der Plan geht auf. Oh, 88 Leute. Perfekt. Besser kann es gar nicht laufen. Sehr schön. So. Was machen wir in dieser Folge? Wir können uns einmal unsere Busse anschauen. Ich hatte das einmal so ein bisschen im Auge behalten. Das funktioniert eigentlich relativ gut jetzt. Bis auf diese Huckel, aber die kriege ich jetzt auch nicht mehr weg. Die müssen wir jetzt mit leben. Die Leute kommen hier jetzt an. Im Bus. Die steigen irgendwo in der Stadt hier jetzt schon zu. Hier vorne steigen sie zu. Da steigen manchmal welche zu. Steigen sie aus, gehen zur Arbeit. Manche gehen hier wieder zurück. Und andere, die gehen hier zu dieser Haltestelle. Die hat er jetzt alle rausgelassen. Ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt hinwollen. Zum Wohnort. Via Bus Minden. Wo ist denn der Wohnort? Der Wohnort ist da. Ah, okay. Die Leute werden jetzt wahrscheinlich... Also ein paar steigen hier ein. Die fahren dann immer zum Bahnhof. Und die Leute werden jetzt wahrscheinlich einmal diesen Weg hier auf sich nehmen. Ja, hier gehen sie. Bis zu dieser Bushaltestelle. Ich könnte natürlich jetzt hier noch eine Bushaltestelle setzen. Was ich jetzt wahrscheinlich auch machen werde. Den Leuten einfach den Weg ein bisschen zu ersparen. Buslinie 1. Nehmen wir die noch dazu. Dann fügt er sich da eigentlich leider nicht ein. Der muss weg. Das war dann unter 3, bevor 4. Müssen wir den anklicken? Ich glaube, wenn wir jetzt den anklicken, wird das 4 und das wird 5. Perfekt. Gut. Jetzt würden die Leute dann, denke ich mal, da jetzt gleich aussteigen. Hier kommen jetzt bestimmt welche, 12 Stück. Perfekt, können wir das mal beobachten. Cool, ich steigen jetzt viele aus. 4 steigen weiter, die fahren jetzt meistens bis zum Bahnhof und fahren mit dem Zug rein. Und dann beobachten wir die Leute nochmal. Machen wir gerade einmal einen Schnelllauf. Ob sie die jetzt schon erkennen. Der Bus fährt auf jeden Fall noch durch. Und was machen die Leute? Einer erkennt's. Ihr erkennt's alle. Ja, perfekt. Okay, manche drehen auch wieder um. Die verschwinden jetzt hier einfach. Oh ne, 12 Leute sind angekommen. Ja, okay. Gut. Der Bus nimmt sie mit. Dann müssen sie nicht ganz weit laufen. Dann müssen wir nur den Bahnübergang rüber. Okay. Das sollten sie hinkriegen. Sind ja alle schon erwachsen. So. Ich habe auch gesehen, dass Minden immer nicht größer wird. Wir waren mal kurz auf 860. Aber so wirklich die Tendenz nach oben kann ich leider nicht vermelden. Eigentlich sehr schade. Ich fände es richtig cool, wenn das hier alles so ein bisschen zuwachsen würde. Auch noch hier so ein bisschen dichter an den Bahnhof ran. Vor allen Dingen dieses Gebiet hier. Schade, dass das hier nicht zuwuchert. Oh, hier steht ja noch eine Laterne und eine Bank drin. Mal sehen, vielleicht fällt mir da noch was zu ein, was ich da machen kann. Irgendeine Lösung werden wir da schon finden. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, wir könnten jetzt hier unseren Bahnhof weiterbauen. Ich habe da aber noch nicht so den richtigen Plan, wie ich das mache. Auf jeden Fall müssen wir unser Gewerbegebiet noch erweitern.
Wir brauchen noch ein paar neue Fabriken hier. Die Warenfabrik, die wir noch nicht hier haben. Also wir stellen ja hier keine Rohstoffe her. Hier wird ja nur verarbeitet. Alles, was wir an Rohstoffen brauchen, kommt immer von außerhalb. Das wird hier nie hergestellt oder nie angebaut oder wie auch immer. Das muss immer mit Zügen hergebracht werden. Und wir brauchen nur noch die Warenfabrik, die wir nicht haben. Alle Städte bekommen wir noch keine Waren. Und das müssen wir noch machen. Wir können jetzt einmal gerade die 100 abreißen. So, machen wir die mal gerade weg. Danke auf jeden Fall nochmal dafür. Heute ist der 6.6. Und ich habe 125 schon. Also Wahnsinn, wie ihr mich unterstützt, wie ihr meine Videos findet. Ich bin echt begeistert. Danke, danke, danke nochmal dafür. Wir reißen das hier einmal gerade ab. Habe mir überlegt. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich muss dazu sagen, ich nehme ja immer so 3, 4, 5 Videos am Stück auf. Immer hintereinander. Hier könnte ich ein Festival machen. Sowas ähnliches wie Hans Dampf gemacht hat. Oder irgendwie einen anderen Platz. Oder irgendwas, wo ich dann Menschen hinstelle. Und da stelle ich dann immer die aktuelle Zahl an Menschen hin, die mich gerade abonniert haben. So seid ihr also alle Teil auf meiner, ich nenne es jetzt einfach mal, Modelleisenbahn. Das ist doch eine gute Idee. Ich werde mir was einfallen lassen. Ein Festival hat jetzt ja nun Hans Dampf gemacht. Mal gucken, was ich mir einfallen lasse. Was ich hier hinbaue. Irgendwas wird mir schon einfallen. Das hier wird unsere Community-Ecke. Genau. Das klingt nach einem super Plan. Das klingt nach einem guten Plan. Da werden wir vielleicht... Ja, genau. Ja. So machen wir das. So. Dann würde ich sagen, um einmal unsere Industrie zu erweitern, entweder bauen wir die jetzt genau hier neben. Wir brauchen jetzt ja noch Waren. Wo finde ich das denn jetzt nochmal? Industrie, die auch was macht. War das hier ganz vorne? Ja. Waren, Maschinenfabrik, Wald, Ölquelle, Bau, Lebensmittel, Bauernhof, Eisen, Stahl, Warenfabrik. Die gibt es bei uns noch nicht. Setze ich die jetzt hier hin? Oder lassen wir uns den Platz für noch einen Kopfbahnhof? Aber da kommen wir kurventechnisch schlecht rum. Ja. Ich setze den erstmal hier hin. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Warenfabrik. Die wäre jetzt hier... Die bauen wir auf jeden Fall schon mal eine größere Straße. Jo, funktioniert ja super. Nee, das soll bitte schon gerade sein. Ich möchte eine gerade Straße haben. Okay, das könnte vielleicht ein bisschen zu close sein. Ja. Nee. Hopp weg. Wir werden dann einmal diesen Weg hier... Na komm, machen gerade. So, verlängern. Und hier kommt dann die Straße ran. Kann die auch von hier abgehen. Funktioniert nicht. So, eine leichte Kurve ist in Ordnung. Aber im Grunde sollte sie schon gerade sein. So sollte sie eigentlich sein. Ja, so passt das. So kann das dann da weitergehen. So, wir schließen die jetzt hier an.
Ich glaube aber nicht. Der Hügel geht gar nicht. Eigentlich müssten wir diese Straße eigentlich auch erweitern. Aber geht das? Können wir die erweitern? Hier ja, da nicht. Wir müssen die erweitern. Warum geht das hier nicht? Wegen dem Bahnhof da. Wegen dem LKW-Verladestelle. Müssen wir auf jeden Fall noch später erweitern. Das hier können wir eigentlich dann... Machen wir es auf den. So, sieht es wenigstens gleich aus. Ich glaube nicht, dass die jetzt Waren kriegt. Nö. Wohl Bretter könnte sie bekommen. Aber auch nur, wenn, glaube ich, hier eine Haltestelle ist, ne? Sonst von alleine wandert das ja nicht. Gut, lassen wir so. Passt. Dann arbeitet die noch nicht. Haben wir das dann auch schon mal. Machen wir das hier mal gerade. Wo kann man das Kreuz denn hier wenigstens irgendwie... Wollen die dann wenigstens auf die kleine Landstraße hier umbauen. Also sieht das doch... Ah. Es geht nicht wegen dem scheiß Teil da. Aber jetzt hier diese Steinstraße hinmachen? Okay, das sieht wenigstens ein bisschen besser aus. Können die LKWs aber auch nur 20 km/h fahren? Wo fährt der denn jetzt hin? Was ist denn dein Auftrag, mein Freund? Ach so, alles klar. Oh. Ich liebe diesen Zug. Auch wenn er schon ziemlich vergammelt ist. Da müssen wir dann echt mal gucken. Soundeffekte mal ein lauter. Das gefällt mir natürlich jetzt überhaupt nicht. Vielleicht müssen wir diesen Bahnübergang dann nochmal neu machen. Weil das Flackern hier, das ist jetzt ja richtig dämlich. Das gefällt mir nicht. Sieht jetzt aber straßentechnisch schon mal ein bisschen besser aus. Als vorher. So. Hier. Geht die Straße lang. Dieses Ei wird dann natürlich hier weggemacht. Sollen wir mal gucken, wo wir den jetzt diesen... Gelände geht hier auch tendenziell leicht nach oben. Güterbahnhof. Container. Kriegt auf jeden Fall 5 Gleise. Auf 400 Meter. Höchstgeschwindigkeit, ja. Durchfahrtsgleise 3. Zweiten Straßenanschluss kriegt er auch. So. Wie setzen wir das Ding? Hier können wir ja mit den LKWs ran. Dann hat er quasi eine integrierte LKW-Station. Setzen wir das Ding jetzt in dem Winkel? Oder setzen wir ihn doch wieder noch ein bisschen weiter so? Wir müssen die Züge aber eine ganz schöne Kurve machen. Und dieser Berg hier hinten ist natürlich auch nicht so schicke. Müssen wir ganz schöne Erdmassen bewegen. Hier unten ist er relativ flach. Aber ob wir dann so eine scharfe Kurve kriegen. Und wenn er so weggeht, ist ja eigentlich auch nicht schlimm. Aber wir wollen hier unten noch ein paar. Also ich möchte hier links noch ein paar Steckgleise und vielleicht noch einen Kopfbahnhof hin machen. Sagen wir, wir setzen ihn einfach erstmal hier hin. Genau. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann haben wir jetzt hier 2 Gleise, die durchkommen. Müssen wir hier auch noch gucken. Vielleicht kommt hier noch ein anderer Bahnhof hin. Oh, hier werden noch richtig große Umbaumaßnahmen gemacht. Vielleicht versuche ich es nochmal mit dem Zeitraffer-Video. Hat ja letztes Mal schon so gut geklappt. Den kann ich jetzt hier eigentlich erstmal anschließen. Die beiden gehen jetzt hier erstmal drauf. Hier kann dann noch ein dritter abgehen. Der dann da auch drauf geht. So, hier im Container erstmal genug haben. 3 Durchfahrtsgleise. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hier möchte ich noch irgendwie so einen Kopfbahnhof hin haben. Einen kleinen.
Vielleicht auch einen etwas größeren. Vielleicht kann man irgendwann nochmal so eine Art Bahn bauen, die hier wirklich einen vernünftigen Bahnhof hinzumachen. Das ganze Holz, was hier nämlich ankommt, da werden wir ja später mehr von brauchen. Wenn die Warenfabrik erstmal am Laufen ist. Dass der Zug dann hier wirklich reinfährt, hier hinten dreht. Bis dahin muss dann nur die Gleisbaustelle hier fertig sein, damit die Arbeiter das schaffen. Dann fährt der Zug hier durch. Dreht ja mal und fährt dann hier in den Kopfbahnhof rein. Kann dann das Holz zum Sägewerk bringen. Und dann kann auch der Laden hier Waren produzieren. Holz braucht er ja auf jeden Fall. Plastik kommt von da. Stahl kommt von da. Ja, müssen wir mal gucken. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Vielleicht auch noch eine ganz andere Lösung. Vielleicht baut man hier hinten auch noch einen Hafen hin. Hier. Müssen wir mal gucken. Die Schiffe nur ein bisschen weiter zu fahren. Oder wir machen es mit dem Zug. Ach Mensch. Ich habe noch so viele Ideen im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja. Ich hoffe trotzdem, die kleine Folge hat euch gefallen. Heute haben wir nicht ganz so viel geschafft. Viel Gelaber, nicht viel geschafft. Gucken wir uns mal den schönen Zug an. Auch wenn er schon mittlerweile echt vergammelt ist. Müssen wir echt modernisieren. Oh, das ist einfach geil. Ich finde die so geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte Daumen und Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.